aufs Klo. Nee, ist Quatsch. Okay, wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Heute habe ich Unterstützung hier von zwei Entwicklungsingenieuren von einem großen Automobilhersteller. Wir wollen aber gar nicht über Verbrennungsmotoren als solches reden oder über deren Technik, wobei der Robin uns unterstützen wird bei einem Auto, was wir heute motortechnisch untersuchen werden. Es geht um E-Fuels oder Refuels in dem Fall, also Kraftstoffe, die es uns ermöglichen, auch in Zukunft Verbrenner zu betreiben, aber eben klimaneutral. Und darüber wird unser Video berichten. Viel Spaß heute dabei. Heute eine ganz neue Art der Präsentation unseres Videos. Ich habe zwei Kollegen, kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern zwei Entwicklungsingenieure von einem Automobilhersteller hier. Es geht um Kraftstoffe, die es ermöglichen, Fahrzeuge, Verbrenner in Zukunft auch noch zu betreiben, ohne zusätzliche Emissionen zu erzeugen, die unser Klima nachhaltig schädigen. Und da sind wir schon bei den beiden Jungs, die mir dabei helfen, die Fragen zu beantworten. Zum einen erstmal hier der Andreas. Ja, hallo, ich bin der Andreas. Ich bin Diplom-Ingenieur Fahrzeugtechnik und ich befasse mich jetzt schon in meiner Freizeit seit über 4 Jahren mit dem Thema regenerative Kraftstoffe. Und wir haben auch einen Verein gegründet in Baden-Württemberg. Das sind Ingenieurskollegen, die auch in der Autoindustrie und Zuliefererindustrie in Baden-Württemberg arbeiten. Wir haben gedacht, wir müssen mal vorstellen, was für Möglichkeiten es gibt, einen Verbrennungsmotor klimaneutral zu betreiben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, hallo, Michael ist mein Name. Bin auch Diplom-Ingenieur der Fahrzeugtechnik, auch beim selben Autohersteller tätig seit 25 Jahren und unterstütze das Vorhaben heute hier. Kann vielleicht noch ein bisschen was zu der Motorentechnik selber sagen, falls da Fragen auftreten. Und bin auch in der Sache der E-Fuels, Refuels, nachhaltiger Kraftstoffe aktiv. Für mich ein richtig spannendes Thema. Ich bin ja in der Motorentechnik, Verbrennertechnik groß geworden. Und ich habe durchaus ein Interesse, dass 1,3 Milliarden Fahrzeuge, die als Verbrenner draußen rumlaufen, weiterlaufen können und betrieben werden können, bis ihre natürliche Standzeit vernichtet ist. Und was sich dann ergibt, wird die Technik zeigen. Aber die Frage an euch ist eben erstmal, warum hat sich euer Verein überhaupt gegründet? Wie kommt sowas zustande? Genau. Also der Verein, der hat sich gegründet vor etwa 4 Jahren. Ein Kollege aus Stuttgart, der hat festgestellt, dass es eben diese Refuels gibt und dass man da viel mehr publik machen müsste, dass es diese Alternative eben auch gibt, und hat eine Petition gestartet. Und diese Petition, die war auch sehr erfolgreich mit vielen tausend Stimmen. Und so sind wir im Prinzip in Kontakt getreten und haben diesen Verein E-Fuels Now gegründet. Der Verein, der besteht im harten Kern aus circa 10 Ingenieuren, einem Kfz-Meister und einem Rechtsanwalt haben wir sogar auch mit an Bord. Braucht man heutzutage. Braucht man ja heute heutzutage mal schnell, ja, genau. Wir haben einfach gedacht, es wird so viel Negatives über diese alternative, regenerative Kraftstoffe in den Medien breitgetreten von unterschiedlichen Institutionen, auch, die teilweise auch vielleicht andere Interessen haben. Da haben wir gesagt, wir müssen einfach mal aus technischer Sicht, aus Ingenieursicht einfach mal einen Gegenpol bilden. Und deshalb sind wir auch froh, dass wir heute mal im Rahmen hier einer Werkstatt und auch eines Motorenchecks einfach mal diese Punkte auch aus ingenieurswissenschaftlicher Sicht mal abarbeiten können. Das finde ich auch gut, weil also mir wird immer nachgesagt, dass ich mittlerweile mit meinen annähernd 54 Lenzen zu den Dinosauriern schon gehöre. Und wenn ich dann so Kommentare aus Gesprächen heraus sehe, heißt es immer, ja, ist klar, dass du Verbrenner bevorzugst, weil du lebst ja davon und lässt die Alternativen nicht zu. Das ist eigentlich vollkommen falsch. Die Richtig. Alternativen sind wichtig. Wenn man guckt, früher hieß es im 1800 irgendwas, der Zerknalltriebling, als er auf die Straße kam, da gab es nur Postkutschen. Man wollte die Verbrennertechnik nicht und man sieht ja, was sich daraus entwickelt hat. Und genauso ist es natürlich mit E-Antrieben. Die sind gewollt und die haben ihre Daseinsberechtigung. Uns geht es eigentlich darum, zu zeigen, dass es aber Alternativen dazu gibt, deren Förderung und deren Legitimation betrachten soll,
um genau. sich dann sein Urteil bilden ja. zu können. Und ich habe eben tatsächlich das Gefühl, das Thema E-Fuels und Refuels, das ist überhaupt kein Thema, das ist gar nicht gewollt. Es redet alles nur noch über den einen Weg E-Technik. Ob der richtig oder falsch ist, wird gar nicht mehr hinterfragt. Genau, also das ist ganz klar. Wir reden hier heute nicht über Elektromobilität. Hm. Das ist auch ganz wichtig, weil das erkennen wir als notwendig an. Ja. Ja, wir wollen da auch gar keine Anti-Stimmung machen. Das ist uns ganz wichtig. Ich würde mir auch selber ein Elektroauto jederzeit kaufen. Vielleicht für die nähere Umgebung, klein, schnell, fein, wunderbar, hätte ich auch Spaß dran. Das klammern wir am besten aus heute, das Thema. Viel zu wichtig ist das Thema Refuels. Und ich denke, darauf sollten wir uns heute konzentrieren, dass einfach mal auch die Zuschauerinnen und Zuschauer hier einfach auch mal die Chance bekommen, zu dem Thema mehr zu erfahren, weil es findet leider momentan nicht so die Anerkennung in der medialen Welt. Das muss man leider feststellen. Was mich jetzt eigentlich interessieren würde, das ist das Thema, was sind Refuels oder E-Fuels oder HVO? Was bedeutet das? Ja? Ja, also das ist auch ganz wichtig, dass man das erstmal erklärt. Du hast selber jetzt schon einige Begriffe genannt. Wichtig ist, dass man den Begriff Refuels eigentlich erstmal als Oberbegriff sehen muss. Und dann geht es halt eben runter in die einzelnen Klassifizierungen. Also Refuels steht natürlich für regenerative Kraftstoffe und in dieser großen Gruppe der regenerativen Kraftstoffe gibt es eben verschiedene Untergruppen. Das fängt im Prinzip an bei einem HVO, das steht für Hydrotreated Vegetable Oil, das ist ein synthetischer Kraftstoff aus biologischen Rest- und Abfallstoffen, über den wir heute auch reden in dieser Runde. Das ist der Kraftstoff, der auch jetzt schon an einigen Tankstellen verfügbar ist. Dann haben wir als zweiten Oberbegriff XTL, das X das steht für einen Platzhalter und TL steht für To Liquid und da dröselt sich das eben jetzt in die weiteren Gruppen auf, nämlich BTL, das ist Biomass To Liquid, das sind also biologische synthetische Kraftstoffe. Dann haben wir GTL, das steht für Gas To Liquid, da wird beispielsweise Erdgas als synthetischer Kraftstoff hergestellt, wobei, wenn man Erdgas verwendet, wäre das kein klimaneutraler Kraftstoff. Und dann haben wir eben als letzte Gruppe PTL, das steht dann für Power to Liquid. Das sind dann eigentlich die sogenannten E-Fuels, wo also aufgrund von elektrischem Strom Wasser aufgespalten wird zu Wasserstoff. Und aus dem Wasserstoff in weiteren Verarbeitungsschritten dann ein synthetischer Kraftstoff hergestellt wird, der 100% klimaneutral sein kann. Das ist für mich, wenn ich das jetzt so höre, erschreckt mich das, weil das kann ich mir gar nicht alles merken und verarbeiten. Ich habe immer, wenn ich über alternative Kraftstoffe nachdenke, diese alte Pölf-Geschichte und die Injektoren, wenn du das in deinen Tank packst, ja. die verrußen. Und eigentlich habe ich Angst davor, so wird in mein teures Auto zu gehen. Ja, das hat natürlich Berechtigung. Ja. Da sprechen wir aber von dem sogenannten Biodiesel. Also das ist Fettsäure-Methylester, kurz FAME. Das ist das, was auch jeder Dieselfahrer momentan als 7% Anteil in seinem Kraftstoff drin hat. Das kann tatsächlich zu Problemen führen, wenn man das in reiner Form tankt. Ja. Aber das ist ein Biodiesel, der sogenannten ersten Generation. Wir sprechen hier heute über HVO. Das ist im Prinzip ein Dieselkraftstoff, ein Biodieselkraftstoff der zweiten Generation. Die haben, und das ist ganz wichtig, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch verstehen und niemals verwechseln, das sind zwei komplett unterschiedliche Kraftstoffarten. Die sind zwar beide 100% regenerativ, beziehungsweise der HVO ist 90% regenerativ, aber es sind unterschiedliche Kraftstoffe. Ganz wichtig. Das wäre mir auch wichtig, weil wenn ich mir überlege, dass ich einen schicken BMW fahre oder einen schicken Audi fahre oder einen dicken Mercedes fahre und sage mir dann, zugunsten der Umwelt bin ich ja bereit, was zu tun, aber kipp mir dann was in den Tank, wo Umweltschutz auf meinem Schultern oder stattfindet, ja. Dann sage ich, okay, ist schön, dass die anderen das machen mit Umweltschutz, aber ich lasse ihn bleiben, weil mein Auto im Hof nachher repariert werden muss. Aber das habe ich bei diesen HVO nicht. Ich habe mir den Kraftstoff eben mal angesehen. Wir gucken uns den später auch mal an. Genau, so der ist wasserklar und so sauber, wie er aussieht, so sauber verbrennt er im Prinzip auch.
Man braucht keine Sorge haben, dass man mit dem Kraftstoff seinen Motor schädigt. Im Prinzip ist es auch so, das Thema ist leider in Deutschland noch nicht so bekannt, aber wenn wir jetzt in die Benelux-Staaten gehen oder nach Skandinavien, dort fahren schon seit vielen, vielen Jahren Tausende von Autofahrerinnen und Autofahrern mit diesen Kraftstoffen rum und es sind eigentlich keine Ausfälle bekannt. Ob der Andreas heute uns die Wahrheit sagt oder nicht und ob ich in Zukunft HVO vielleicht bei uns in die Autos tanke, das wird der Robin unter Beweis stellen müssen. Robin, komm mal gerade bitte zu uns. Der Robin, der wird heute ein Auto für uns testen. Du stellst das Auto auch gleich mal vor. Ist in dem Fall ein Audi, der ist schon länger mit HVO gelaufen. Du weißt die Zahlen eigentlich für das Ding besser. Ja, genau. Also das ist mein Auto. Das ist ein Audi A4, 3 Liter V6 TDI mit 160 kW. Das Auto ist Baujahr 2017. Ich habe das gekauft 2018 mit 5.700 Kilometern, so als Jahreswagen. Und ich habe bei Kilometerstand ca. 20.000 habe ich umgestellt von regulärem fossilem Dieselkraftstoff auf HVO 100 Kraftstoff und bin jetzt mit diesem Kraftstoff ca. 50.000 Kilometer gefahren. Also das Auto hat jetzt einen Tachostand von knapp 70.000 Kilometern. Und ich habe dadurch, dass in Baden-Württemberg dieser Kraftstoff einigermaßen verfügbar ist, habe ich es geschafft, innerhalb dieser 50.000 Kilometer eine Quote von ca. 90% HVO 100 zu tanken. Ich habe eigentlich nur dann noch fossilen Dieselkraftstoff getankt, wenn ich eben nicht in Baden-Württemberg war, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war und dann eben nur fossilen Diesel tanken sollte. Also 50.000 Kilometer zu 90% mit HVO 100. Michael, ich muss dich noch mal fragen, du bist der Motorenmann hier an anderer Stelle, nämlich am Entwicklungstisch mit. Habe ich wirklich einen Vorteil davon, wenn ich HVO in dem Fahrzeug verbrenne? Kann ich erwarten, dass mein Motor wirklich sauberer verbrennt, weniger Rußbelastung hat, vielleicht weniger regeneriert? Ja, also der HVO 100 ist ja von den Umweltaspekten her, hat der alle diese Vorteile, die wir jetzt schon besprochen haben, was den geschlossenen CO2-Nichtbeitrag meint. Und rein in der Verbrennung im Motor hat der HVO 100 einen kürzeren Zündverzug. Dadurch läuft er etwas leiser, also ist akustisch unauffälliger. Mhm. Und die Rußbildung ist niedriger als bei normalem B7-Kraftstoff, den man jetzt so an der Tankstelle regulär kaufen kann. Was heißt B7-Kraftstoff? Das ist der reguläre Kraftstoff, der eben diesen 7%igen Bio-Kraftstoffanteil hat, der aber eben der aktuellen Norm entspricht und jetzt regulär an der Tankstelle zu kaufen ist. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Biokraftstoffe eigentlich Umweltschutz ist auf den Schultern der Nutzer. So empfinde ich das. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Biokraftstoffe, diese alten, die man eben an der Tankstelle kaufen kann, dass die stärker rußend sind oder rußbildend sind. Ist das richtig oder falsch? Das kann ich so nicht sauber bestätigen, aber die Bioanteile des Kraftstoffes, die sind relativ langkettig und neigen deswegen durchaus dazu, dass die etwas stärker zur Rußbildung beitragen. Ja. Beim HVO 100 hat man halt einen synthetischen Kraftstoff, den man sich so zurechtbauen kann, wie man ihn gerne hätte. Und man hätte ihn natürlich gerne so, dass das Thema Zündwilligkeit, das ist ja die Kerneigenschaft eines Dieselkraftstoffs, dass der Kraftstoff sich von selbst entzündet, sobald er eben in die komprimierte und heiße Luft eingespritzt wird. Das ist ja heute ganz wichtig bei den Fahrzeugen, die bis zu 9 Mal pro Verbrennungsvorgang einspritzen beim Diesel, ja? Also stufenweise den Druckaufbau zur Explosion bringen. Das Ruß verhindert, dass solche Injektoren sauber einspritzen können. Ja, es gibt wissenschaftliche Studien, die das eben auch nachweisen, dass HVO 100 weniger zur Rußbildung neigt und sich dann eben dieser verminderte Rußbeitrag oder die verminderte Rußentstehung dann auch im gesamten Motorsystem niederschlagen sollte. Das hoffen wir natürlich jetzt heute festzustellen. Werden wir mal gucken, Robin wird da checken. Michael, da nehme ich mit, wenn ich das so als Normalbürger versuche zu verstehen, wenn ich die Kraftstoffe einsetze, schone ich damit eigentlich meinen Motor. Wenn ich den Kraftstoff einsetze, habe ich weniger Rußbildung, ich habe weniger das Problem der Verkokung, was ja heute immer ein Thema ist. Ich fahre in die Werkstatt, ich muss mich darum kümmern, dass meine Ansaugwege zu sind und dann wird immer gesagt, ja, auch ein Grund, Verbrenner abzuschaffen.
wenn ich diese regenerativen Kraftstoffe einsetze, dann habe ich dieses Problem ja auch mit erschlagen und kann nachhaltig mein Auto weiter betreiben, oder nicht? Ja, das ist so. Das ist nun mal bei Dieselmotoren ein systemimmanentes Problem, dass eben Ruß entsteht, dass der sich dann im Abgas durch den Motor trägt, durch die Abgasanlage, durch die Abgasrückführung dann eben auch ins Ansaugsystem zurückträgt, was dann insgesamt zu diesen unschönen Bildern beitragen kann. Natürlich umso stärker, je mehr ich in Kurzstreckenverkehr fahre, wenn ich schon in der Entstehung der Verbrennung weniger Ruß habe, und das ist nachweislich so, dann vermindere ich dieses Problem natürlich. Ja. Was ja eigentlich geradezu genial wäre. Ne? Ja. Wie verhält es sich denn bei der Herstellung von solchen Kraftstoffen mit der Cetanzahl? Ist ja auch immer eine Begrifflichkeit, wie effektiv ist so ein Kraftstoff? Genau. Die Cetanzahl ist ein Maß dafür, wie zündwillig der Dieselkraftstoff ist. Im Gegensatz zum Otto-Kraftstoff, da brauche ich einen zündunwilligen, klopffesten Kraftstoff mit der Kennzahl eben der Oktanzahl. Je höher ist, die ist, umso klopffester ist der Otto-Kraftstoff, umso höher kann ich verdichten. Beim Dieselmotor brauche ich einen zündwilligen Kraftstoff, der mir gewährleistet, dass ich eben auch bei ungünstigen Bedingungen wie Kaltstart oder eben auch etwas vielleicht niedriger Kompression noch einen sauberen Start hinbekomme. Der HVO 100 hat eine Cetanzahl im Bereich 65, 70, teilweise auch darüber, während normaler Tankstellenkraftstoff im Bereich über 50, 51 ist die Norm. Die meisten haben dann 53 plus minus irgendwas. Ne? Das ist auch das, was du eben gesagt hast. Also ist zündwilliger, deswegen läuft der Motor im Prinzip auch leiser und geschmeidiger. Ne? Ja, okay. Genau. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ich habe das Prüfprotokoll gesehen von dem letzten Kraftstoff, den ich getankt habe. Der hatte sogar eine Cetanzahl von 82. Also vom HVO jetzt? Vom HVO 100, ja, genau. Unterscheiden die sich oder wechseln die oder schwanken die? Womit hängt das zusammen? Das sind Schwankungen vielleicht, ja. Aber die Norm, die sagt ja im Prinzip nur aus, dass es eben mindestens 51 sein müssen. Drüber. Und der liegt halt drüber. Okay. Ja, genau. Ja. Also haben wir von der Seite im Prinzip auch keine Gefahr irgendwo zu bewirken. Wie wird der denn hergestellt? Woraus besteht denn dieser Kraftstoff? Ja, also HVO, habe ich ja gesagt, heißt Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl. Es geht im Prinzip darum, das chemische Verfahren nennt sich Hydrierung, da wird also Wasserstoff genommen und da wird praktisch über dieses System der Hydrierung werden alte Speisefette beispielsweise oder biologische Abfallstoffe werden dann eben zu einem synthetischen Kraftstoff umgewandelt, um es jetzt mal in Kurzform zu nennen, ohne dass man jetzt zu chemisch wird. Als Laie habe ich aber dann schon wieder so ein bisschen Angst, wird der Frittenfett zu Kraftstoff umgewandelt und muss mir da so eine braune Brühe vorstellen? Ja, es wird teilweise auch altes Frittenfett verwendet, und das ist eine ekelhafte, stinkende, grüne, graue, braune Plörre, aber durch dieses System der Hydrierung wird daraus ein wasserklarer, sehr reiner Kraftstoff ohne Aromaten, und der eben, wie der Michael auch schon gesagt hat, sehr sauber verbrennt. Also das ist praktisch von dem ursprünglichen Ausgangsprodukt zu dem HVO 100, also da ist kein Stein auf dem anderen. Dann schauen wir uns den Kraftstoff doch einfach mal an, wie der in Naturform aussieht. Können wir uns gerne mal anschauen, ja. Der Robin ist so lieb und holt uns jetzt mal eine Flasche oder hat die schon geholt von diesem HVO-Kraftstoff. Klar wie Wasser, das Ding. Hat mich, als ich mal dran gerochen hat, so ein bisschen an Lampenöl erinnert. Lampenöl, ja, das ist ja, Lampenöl ist ja auch ein Paraffin im Prinzip und das ist ein paraffinischer Kraftstoff und deshalb riecht er im Prinzip auch so wie Lampenöl, aber nicht so beißend stechend wie der übliche Dieselkraftstoff. Das ist jetzt ein HVO 100, den habe ich mitgebracht aus Baden-Württemberg. Der ist von der Firma Neste, das ist eine finnische Firma, die für den deutschen Markt die höchsten Anteile an HVO 100 verkauft. Und ja, ich drehe es jetzt mal hier weg, das Etikett. Also das ist wirklich wasserklar. Ja, und so
klar, wie der Kraftstoff hier wirkt, so sauber ist er im Prinzip auch im Motor in der Verbrennung. Und man muss vielleicht wirklich nochmal sagen, dass das nicht nur ein klimafreundlicher Kraftstoff ist, sondern man kann auch sagen, das ist ein Premium-Kraftstoff. Also gegenüber dem alten bekannten Dieselkraftstoff ist das ein Premium-Kraftstoff. Und der Diesel ist, sage ich jetzt mal so salopp, eigentlich eine ziemlich dreckige Plörre dagegen. Eigentlich Wahnsinn auf der anderen Seite, dass kaum einer über E-Fuels und Refuels draußen redet. Es wird also immer über alles andere gesprochen, aber selten über so einen Kraftstoff, wenn er denn tatsächlich das leistet, was wir hier wünschen, dass er sich das leistet. Deshalb sind wir ja heute hier. Deswegen sind wir hier, genau. Michael, Frage an dich als Spezi. Wir wissen, damals, als die Kraftstoffe eingeführt wurden, sind mit E- oder Bio-Anteilen. Da sind bei Mercedes, erinnere ich mich, oftmals die Pumpen kaputt gegangen, ne, weil die Schmierwirkung schlechter war. Wie verhält sich das denn bei den HVO-Kraftstoffen? Muss ich da auch wieder Angst haben, dass da so eine Welle losbricht und alle Pumpen kaputt sind aufgrund der Schmierwirkung? Nein, muss man nicht. Der HVO 100 ist in allen Eigenschaften gleichwertig oder besser gegenüber dem normalen Tankstellendiesel. Nur die Dichte, also die Masse pro Volumen, ist leider zu niedrig, um ihn in der normalen Norm in den Tankstellenvertrieb zu bringen oder bringen zu dürfen. Die üblichen anderen Eigenschaften, die Cetanzahl, also Zündfähigkeit, ja, habe ich genannt, die übertrifft er in der Regel deutlich. Und dann gibt es noch viele andere Eigenschaften, wie eben die Schmierfähigkeit, die Zähflüssigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen, die sind gleichwertig und bedeuten überhaupt keine Gefahr für eben dieses Hochdrucksystem, wo ja Drücke von 2000 und mehr Bar auftreten. Also habe ich bis jetzt, wenn ich so zusammenfasse und ein Resümee ziehe, keine Nachteile, eigentlich nur Vorteile, wenn ich diese Kraftstoffe einsetze. Warum haben wir die nicht? Es gibt einen legalen Grund, weswegen HVO 100 nicht verkauft werden darf, weil er eben der jetzt geltenden Norm EN 590 nicht entspricht in dem einen Kriterium der Dichte. Das ist halt ein Problem für den Tankstellenvertrieb, weil ja über Volumen arbeiten. Man kauft ja Liter und erhält aber dann durch die geringere Dichte eben weniger Kraftstoffmasse, die man kauft. Es gibt eine weitere Kraftstoffnorm, das ist die EN 15940. Die erweitert das Spektrum ein wenig, auch in der Dichte. Da liegt HVO 100 drin. Und das ist dann auch die Spezifikation, die jetzt pro forma schon mal freigegeben worden ist, die aber noch erst später durchgesetzt werden kann, um auch ja, den offiziellen Vertrieb an den Tankstellen tun zu dürfen. Ja, vielleicht ergänzend dazu, wie das Prozedere ist. Der Verkehrsminister Wissing, der hat jetzt dankenswerterweise es durchgekriegt, dass die EN 1549 in die sogenannte BIMSCHV, das ist die Bundesemissionsschutzverordnung, dass diese Norm dort aufgenommen wird. Und mit dem Eintrag in die BIMSCHV wird dieser Kraftstoff dann legal an den Tankstellen sein. Das ist wiederum in Obhut des Bundesumweltministeriums, diese Norm aufzunehmen in die BIMSCHV. Und es ist jetzt absehbar, dass das dann auch in den nächsten Monaten erfolgt, weil der Bundestag eben beschlossen hat, dass diese Norm zeitnah, so heißt es wörtlich, aufzunehmen ist. Dann braucht es also auch Tankstellenbetreiber, die willig sind, so einen Kraftstoff zu vermarkten, zu vertreiben, müssen wahrscheinlich in Vorschussleistung gehen, diesen Kraftstoff dann eben sich zu besorgen, die Tankstellen zu nutzen, umzubauen, umzurüsten, was aber kein Problem ist, weil die Kraftstoffe mischbar sind? Genau, also genau da will ich gleich reingrätschen, eben nicht umrüsten. Das ist ja eben der Vorteil, die Infrastruktur steht. Ob ich jetzt einen normalen Dieselkraftstoff aus der Zapfsäule da rausziehe oder eben diesen HVO 100, ist erstmal egal. Das einzige Bottleneck, das könnte eben die Verfügbarkeit bei einigen Tankstellen für zusätzliche Tanks sein, weil die ist vielleicht begrenzt. Ich kenne aber auch Tankstellen, die haben tatsächlich schon vorgesorgt, also neuere Tankstellen, die derzeit leere Tanks haben, um solche Kraftstoffe reinzufüllen.
Oder ein Tankstellenbetreiber muss dann vielleicht auf irgendeine Sorte verzichten, ja, was weiß ich, auf E5 beispielsweise, ja, und dann stattdessen eben diesen HVO 100 verkaufen. Dazu gehört natürlich aber auch, dass, sage ich mal, die Kenntnis über diese Kraftstoffe dann auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt und das Interesse geweckt wird und die ganz bewusst sagen, jawohl, diesen Kraftstoff, den will ich auch unbedingt tanken. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal beim Robin mit rein, was der zu leisten hat in Bezug Auto. Und wir gucken da einfach mal ihm auf die Finger oder in den Motor, wie auch immer. Also wir haben zwei Stars hier, einmal der Robin, den kennen Sie ja, und dann haben wir unseren Audi hier. Und der Andreas hat den ja vorhin schon vorgestellt, 3 Liter Dieselmaschine drin, 70.000 ungefähr gelaufen, 50.000 davon mit HVO-Kraftstoffen zu 90%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und darum wird es gehen, dass der Robin den gleich mal checkt. Aber eine Frage noch an unseren Motorenmann. Damals hatten wir immer die Probleme, als die Ethanol-Kraftstoffe, Dankeschön, als die eingeführt wurden, dass Dichtungen Probleme hatten, wurden hart, sind gebrochen, Kraftstoffleitungen, Gummischläuche sind undicht geworden und so weiter. Haben wir das beim HVO auch zu befürchten? Nein, überhaupt nicht. Die Entsprechung der Norm zeigen das auch schon. Es gibt nur positive Erfahrungen dazu, dass Dichtungen nicht quellen, dass Gummileitungen nicht aushärten oder ausdünnen. Das Problem ist nicht bekannt. Wenn der Robin jetzt beweisen kann, dass unser Motor in einem guten Zustand ist, dann freue ich mich echt, dass ihr hier seid. Ne? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich wieder traurig und bin wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es wäre ja mal schön, dass das, was die Technik entwickelt, auch das bringt, was die Technik verspricht. Und das muss der Robin jetzt beweisen. Wir gucken unter die Haube, oder? Genau. Komm, dann, ich menge mich hier gar nicht rein. Also klassischer V6, 3 Liter TDI, die haben wir ja schon öfters oder des Öfteren vorgestellt hier. Viel Motor, auch unter der Verkleidung. Es gibt auch viele Motoren, die haben unter der Verkleidung nicht viel. Hier sieht es anders aus, also V6, 3 Liter TDI-Maschine, Steuerkettenmotor, moderne Einspritztechnik mit Turboaufladung. Wir gucken jetzt mal in den Motor rein. Dazu werden wir dann hergehen und auch die Glühkerzen entnehmen. Glühkerzen bei dem Fahrzeug zum einen natürlich zum Motorstart da, aber auch heute, die Glühkerzen sind nachglühfähig, da haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Also die arbeiten auch währenddessen der Motor mitunter läuft und haben da noch Aufgaben, die nehmen wir aber jetzt mal raus, werden auch den Zustand der Glühkerzen betrachten und gucken uns dann Kompressionen von dem Fahrzeug an. Hat durch den Betrieb der Kraftstoffe der Motor eventuell gelitten? Oder was ich mir ja wünschen würde als alter Verbrenner-Dinosaurier, dass der vielleicht besser aussieht als seine Kollegen, die wir sonst immer checken. Die Fahrzeuge, gerade im VRG-Bereich, das ist aber meine persönliche Meinung, die sind immer thermisch sehr hoch belastet. Und da ist es wichtig, gut zu ölen, gut zu schmieren. Und wenn dann guter Kraftstoff noch mit dazukommt, würde das auch die Haltbarkeit eines Motors deutlich verbessern. Egal ob Audi, egal ob BMW, egal ob General Motors, das spielt überhaupt keine Rolle. Robin fängt einfach mal an. Genau. Und wir gucken mal, was passiert. So, jetzt werden wir hier ganz klassisch einen Motorcheck machen, so wie wir es an hunderten anderen Fahrzeugen auch machen. Da machen wir hier keine Ausnahmen. Angefangen mit der Ölanalyse. Das ist natürlich ein guter Indikator, wenn wir jetzt davon ausgehen oder erwarten, dass der Motor viel sauberer verbrennt, rußarmer, dann müsste sich das alleine hier schon abspiegeln. Ich habe mir dann einen Ölmessstab ausgeliehen bei einem anderen Fahrzeug, weil das Rohr ist dafür da. Nur haben wir keinen Stab an diesem Fahrzeug. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu haben, holen wir das natürlich, soweit es geht, mitten aus der Ölwanne. Man kann auch unten an der Ablassschraube könnte man ein Tröpfchen abfangen. Was natürlich wenig Sinn macht, ist hier oben einfach nur irgendwie einen Tropfen abzufangen mit einem Schraubenzieher, weil das ist der höchste Punkt im Ölkreislauf und da sammelt sich das Kondensat zwangsweise. Und dann ist der Wasserhaushalt oder der Wasseranteil im Öl schon höher, obwohl es auch nur von einem Kaltstart und einer kurzen Strecke sein kann, dass da Wassertropfen dranhängen. Also da muss man mal ein bisschen drauf achten, dass das, ja. Also idealerweise tatsächlich, nimmt man das Öl aus der Ölwanne, da wo sich auch konzentriert gemischt alles befindet
Und dann hat man auch hinterher ein gut aussagefähiges Ergebnis. So, also ganz wichtig bei dem Fahrzeug hier, muss natürlich ein adäquater Kotflügelschoner hier drauf. Von einer guten Marke, mit der ich groß geworden bin. Alte Opel-Jungs, seid gegrüßt an der Stelle. So, der Robin hat jetzt eben Strom angeklemmt, das ist wichtig, auch später für die Kompressionstests. Viele Leute gehen her, ich habe das schon öfters gesagt, wenn ein Kompressionstest gemacht wird, ich spiele 6 Zylinder durch, jedes Mal habe ich einen Anlasservorgang. Wenn ich dann eine schwächelnde Batterie drin habe, dann habe ich die Situation, dass meine letzten 3 Zylinder verhungern, weil die Anlasserdrehzahl von 400 auf 300 gesunken ist. Und dann habe ich natürlich andere Kompressionswerte und schreibe einen Motor schlecht, der eigentlich gut ist. Deswegen ist das wichtig, eine ausreichende Stromversorgung zu haben. Der Robin achtet darauf, ich vergesse es manchmal, also das ist weiter im Text. Das ist für die Kompressionsmessung wichtig, als auch für eine Fehlerdiagnose mit einem Diagnosegerät. Weil viele Steuergeräte laufen nur, wenn sie wirklich Spannungsversorgung haben. Und wenn man, es geht mal schnell, dass man mal eine Viertelstunde, 20 Minuten die Zündung anhat und da muss man die Batterie stützen, damit man auch wirklich anständige Ergebnisse abfragen kann. So, was man jetzt hört hier ist, dass das Auto lädt. Sie können also Steuergeräte, Pümpchen und so weiter arbeiten hören. Und übrigens auch recht interessant, wenn Sie auf so einen Parkplatz gehen und Sie gehen mit Ihrem Autoschlüssel her und drücken auf die Fernbedienung, dann werden die ganzen Audis im Umkreis und VW-Fahrzeuge wach und die Steuergeräte fahren hoch und fragen, bin ich gemeint? Deswegen, solche Autos sind immer wach, die gucken immer mit, was im Umfeld passiert. Ne? Robin, hast du schon Ergebnisse? Ja, so Fehlerspeicher haben wir jetzt ausgelesen von allen Steuergeräten. Es sind ein paar Diagnose oder ein paar CAN-Bus- und Kommunikationsfehler abgelegt. Das ist ziemlich normal, sage ich mal, für diese modernen Autos. Es ist ganz selten wirklich mal einer, dass ein Fahrzeug komplett fehlerfrei ist. Das lassen wir mal im Hintergrund weiterlaufen. Ich werde jetzt ein paar Fehler produzieren, indem ich halt die Glühkerzenstecker und die Injektoren abklemme für die Kompressionsprüfung. So. Wir sind jetzt hier bei der Kompressionsprüfung angelangt. Ich habe eben alles vorbereitet, habe die Glühkerzen ausgebaut und die Injektoren abgesteckt. Spannungsversorgung ist gegeben. Der Sascha sitzt am Steuer und er startet mir dann jetzt mal. Gut. Das machen wir jetzt noch 5 Mal und dann gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an. Ergebniskompressionsprüfung ist sehr in Ordnung oder auch wie zu erwarten bei einem Auto mit so einem Kilometerstand. Alles über 25 Bar, das ist nahezu neu. Wir haben eine leichte Streuung drin, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also von der Seite her schon mal alles in Ordnung. Dann werden wir jetzt mal die Zylinder endoskopieren. Ja. Fangen wir mal bei Zylinder 1 an. Also hier auf dem Kolben kann man wunderschön das Spritzbild von dem Injektor erkennen. Hier diese, ich sag mal, die einzelnen Punkte, die man hier sieht, wo der in der Mitte auf die Kolbenmulde trifft und dann im Prinzip der Strahl des Kraftstoffs dann umgelenkt wird und hier außen wieder ankommt. Das ist schön gleichmäßig. Schwer zu erkennen hier. Man meint, man guckt da nur ins Dunkle. Das muss man halt ein bisschen deuten können, was man da erkennt. Man sieht dann hier den Ventilsitz und hier geht es in den Kanal rein. Das ist jetzt ein geöffnetes Einlassventil. Und ich hatte eben noch mal kurz Rücksprache mit dem Kunden gehalten. Und ich sagte, so wie er von innen aussieht, sieht es aus, als ob das Auto vermehrt oder eigentlich zu 90% Langstrecke sieht. Aufgrund der Ablagerung und der Verkokung, sagen wir meiner Erfahrung nach. Und er sagt, es ist tatsächlich so, dass er vielleicht mal alle 2 Wochen hinkriegt, eine längere Strecke zu fahren und ansonsten 3 Kilometer auf die Arbeit fährt und zurück. Also dafür ist er wirklich sehr clean und sauber innen drin.
Paneele sehen super aus. Ich werde jetzt mal von der anderen Seite in den Ansaugbereich reingehen. Sag mal, da hier das Abgas zurückgeführt wird, versottet hier ab dieser Klappe eigentlich der ganze Bereich komplett. Teilweise wirklich bis dass da ein Zentimeter Ruß aufgelagert ist. Und das werde ich mir jetzt doch mal begutachten. Ich mache das hier mal auf und dann schauen wir mal da rein. Da kommt dann das AGR-Rohr im Prinzip in den Kanal rein. Da sind ein bisschen Ablagerungen dran. Das ist auch vollkommen normal. Das ist halt systembedingt, dass sich da Ablagerungen bilden. Nur im Prinzip, wie stark ist interessant. Ja, hier vorne kann man eigentlich schon erkennen, dass es für das Profil, was der Kunde beschrieben hat, also dass er wirklich vermehrt Kurzstrecke fährt, weiß zwar genau, dass es nicht gut ist für das System, aber das lässt sich halt nicht einfach vermeiden. Und dafür sieht er wirklich sehr gut aus. Ne? Also ich hätte jetzt, ohne das zu wissen, hätte ich eher gesagt, das ist ein Langstreckenfahrzeug. Dann komme ich zu meinem Robin mit dazu. Ich habe ja mitgekriegt, was hier Stand der Dinge ist. Wenn man ein kurzes Fazit beschreibt, wie der Robin das eben schon gesagt hat, haben wir eigentlich die Ergebnisse, die wir uns auch wünschen und die ich mir persönlich wünsche, um nachhaltig mit Ressourcen, nämlich 1,3 Milliarden Autos, umzugehen. Und wenn man jetzt hier mit so einem Kraftstoff die Möglichkeit hat, vielleicht 15% der Autos in Deutschland mit solchen Kraftstoffen zu betreiben oder 20%, dann wäre das eine super Sache, weil wir damit tatsächlich klimaneutral unterwegs sind. Und das Ergebnis hier zeigt eindeutig, dass wir mit dem Auto eigentlich sauber und ordentlich unterwegs sind, dass der Kraftstoff eher Vorteile als Nachteile bringt, wenn man benutzt. Und das Ganze eben klimaneutral, besser kann man es eigentlich nicht haben. Und da ist eigentlich wirklich dann zu fordern, dass man solche Kraftstoffe forciert, die zum Thema macht und wirklich die auf den Prüfstand setzt und als Alternative, als eine mögliche Alternative der Brennstoffe und der Fortbewegung auch mit nutzt. Und da ist natürlich dann auch ganz klar die Politik mitgefragt, die will ich jetzt hier nicht großartig ins Thema bringen, aber eben den Betrachtungswinkel möglichst gestreut lassen, um eben alle möglichen Wege zu nutzen, um unserer Erde Gutes zu tun. Und hier dieser Kraftstoff wäre eine Möglichkeit, also befassen Sie sich mit dem Thema, das hat echt Zukunft. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal zu unseren Kollegen, die Herren Ingenieure, und werden mal noch ein, zwei Fragen mit abarbeiten. Und ich denke, dann können Sie sich Ihr eigenes Bild machen, ob Sie sich mit dem Thema mal befassen. Ich wünsche es Ihnen, weil für Sie selber privat ist es von Vorteil und auch für Ihren Geldbeutel, weil Ihr Fahrzeug dankt Ihnen. Ich würde sagen, bis gleich. Also ein paar Informationen zu unserer Ölanalyse, hatte ich ja versprochen. Rußbelastung ist super. Sie sehen es selber auf dem Diagramm, das Öl hat ungefähr 7000 Kilometer gelaufen. Wenn jetzt so ein Diesel in der Verbrennung stark rußt, dann hinterlässt er natürlich auch seine Spuren im Öl. Hier haben wir aber Ölwerte oder Rußeinträge in das Öl, die geradezu phänomenal sind. Ja. Allerdings muss man auch sagen, das Auto hat ja auch erst 70.000 etwa gelaufen. Ja, Zustand vom Öl also insgesamt gut. Wassereintrag vom Öl oder im Öl ist auch gut. Sitzt also auf Position 2. Die Position 1 bis 3 sind unter Smiley gekennzeichnet, also dann im sehr guten Wert. Kraftstoffeintrag, das ist für die Jahreszeit durchaus legitim. Der Wagen wird weitestgehend auch nur in Kurzstrecke genutzt. Auch dafür dann ein gutes Zeugnis. Also Ölanalyse ist hier gut ausgefallen, braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also von der Seite Entwarnung, alles gut. In eigener Sache, ganz kurz, die Zeitschrift habe ich nicht, um mir die Zeit zu verschönen, sondern die Autozeitung hat tatsächlich recht interessante Berichte diesmal drin und die kann ich Ihnen ans Herz legen. Zum einen ist ein Bericht über uns drin und weil es auch zum Thema passt, ganz wichtig, hier auch ein Bericht über E-Fuels und deswegen das aktuelle Heft. Jetzt gehen wir aber zurück zu unserem Thema HVO-Kraftstoffe und ein paar Dinge habe ich noch, die ich euch gerne abbringen möchte. Warum 90% statt 100%
Klimaneutralität. Dankeschön. Ja, genau. Also das ist ganz einfach zu verantworten. Für die Hydrierung des Pflanzenöls wird Wasserstoff verwendet. Und dieser Wasserstoff, der verwendet wird, ist noch kein grüner Wasserstoff. Und insofern kann der HVO momentan noch nicht 100% klimaneutral sein, sondern eben nur zu 90%. Außerdem ist die Firma Neste so ehrlich und kalkuliert auch den Transportweg mit ein, also vom Herstellungswerk bis zur Tankstelle. Und auch da kann noch nicht zu 100% klimaneutraler Transport dargestellt werden, aber man muss natürlich herausstellen, dass es sehr ehrlich ist, dass man sagt, es sind 90% und nicht einfach nur 100%, wie jetzt beispielsweise beim E-Auto, das grundsätzlich 0 Gramm CO2 emittiert, egal wie der Ladestrom ist, ja. Aber perspektivisch ist es nicht mehr weit bis zu 100% und das ist das Ziel dann auch. Die Ehrlichkeit ehrt dich, weil ohne jetzt die E-Auto schlecht zu machen, das ist auch nicht unser Ziel hier an der Stelle. Mhm. Aber auch da bei E-Autos muss man ganzheitlich eigentlich betrachten. Ich war letztens beim Reifendienst und da sagte der Reifendienst von mir, wo wir auch die Autos zur Spureinstellung hinbringen, ich freue mich, dass die E-Autos gibt. Ich sage, warum, was ist? Ja, was meinst du, weil die Reifen runterbören? Ich sage, was erzählst du denn da? Sagt er, ja, die haben so einen Drehmoment, die Autos, die PS-starken oder die leistungsstarken. Die Autos werden ausgenutzt. Man muss sich sowieso fragen, ob es Sinn macht, 500 PS dann im E-Auto zu haben. Aber das ist ja jedem freigestellt. Aber der Reifenverschleiß ist enorm hoch bei diesen E-Autos. Da kann das E-Auto nichts für. Will damit aber sagen, auch das muss man aber letztendlich betrachten, der Reifenverschleiß ist viel höher. Und so muss man halt ehrlich sein im Umgang mit allen Dingen ganzheitlich betrachten. Und nur darum geht's, ja. Dem Klima ist es ja egal, wo die Emissionen entstehen. Wenn ein Sektor, sage ich mal, einen Persilschein bekommt, aber woanders wird dafür CO2 emittiert, dann nützt es dem Klima natürlich nichts. Es gibt nicht die perfekte Lösung, aber es gibt Möglichkeiten, möglichst gut unterwegs zu sein. Und wenn man relativ wenig machen muss dafür, um gut unterwegs zu sein, dann sollte man da zumindest nicht gänzlich also auch beiseite schieben. Ich finde, es ist ein unglaublich starkes Statement, dass ich hier die Chance habe, ohne die Technik zu ändern, ohne einen Motor umzubauen, anzupassen, sondern nur durch Umtanken mich zu 90% meines Klimafußabdruckes neutraler zu machen. Ja, also das ist schon ein wirkliches Statement. Michael, die Kraftstoffe kann ich mischen. Wir hatten es eben schon angesprochen. Gibt es da wirklich keine Nachteile, wenn ich die irgendwie die unterschiedlichen Kraftstoffe ineinander kippe? Oder wie muss ich das verstehen? Nein. Die Kraftstoffe, also eben ein HV100 oder eben den normalen Tankstellendiesel, kann man unbekümmert miteinander mischen. Es gibt ja auch im Angebot einen sogenannten R33 Dieselkraftstoff, der eben dadurch, dass er auch in der Dichte der Norm entspricht, auch frei verkauft werden darf an bestimmten Tankstellen, die das dann anbieten. Und er mischt sogar drei Sorten Kraftstoff, nämlich den fossilen Kraftstoff, den wir im Diesel ja sowieso haben, den Bioanteil, den wir auch immer drin haben, der eben diese B7 bezeichnet. Mhm. Und dann eben den HVO100, der dann noch weitere 26% ausmacht. Und diese Mischung ergibt dann eben diese Normverträglichkeit mit dem EN95, sodass er eben auch frei verkauft werden darf. Was mich noch interessieren würde, der Kraftstoff, wie stabil ist der? Also wenn wir jetzt ein Saisonfahrzeug haben, was über den Winter oder auch andersrum über den Sommer steht, haben wir mit dem normalen Dieselkraftstoff dann schon mal Probleme, dass sie Verharzungen bilden oder dass man der einfach nicht so lange frisch bleibt, sage ich mal. Ja. Das ist sogar noch ein weiterer Vorteil von dem HV100, weil es eben ein synthetischer, maßgeschneiderter Kraftstoff ist, enthält er eben keine von diesen langkettigen Molekülstrukturen, die gerne dazu neigen, zu verklumpen und sich abzusetzen, zu separieren. Deswegen ist die Lagerfähigkeit von HV100 deutlich besser als von einem normalen Tankstellendiesel, wo man halt im Bereich von einigen Monaten oder einem halben Jahr gute Chancen hat, dass das alles funktioniert. Bei HVO100 gibt es eine Stabilität über mehrere Jahre und das eben auch gerade bei wirklich vollstationären Lagerhaltungen für Katastrophenschutzanwendungen, Notstromaggregate, Oldtimer oder Boote, die ja oft nur saisonal betrieben werden.
habe ich mir tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht. Also wir haben auch ein Notstromaggregat. Ne? Dann steht er mit Diesel in der Ecke. Ja, wenn wir dann brauchen, springt er nicht an, weil der Diesel nicht mehr das ist, was das sein soll. Ja? Wäre auch ein Vorteil, dann sich irgendwo den Kraftstoff herzubeschaffen, rein damit, und dann habe ich zumindest mal 3-4 Jahre Ruhe. Ne? Das ist richtig, ja. Okay. Ja, eine andere wichtige Frage, die wahrscheinlich alle interessiert, ist der Preis bei der Geschichte. Der Preis ist heiß, wie ist er? Ja, also kann man ganz klar beantworten. Ich tanke den Kraftstoff ja regelmäßig in Baden-Württemberg. Der Mehrpreis gegenüber dem fossilen EN590-Kraftstoff liegt immer so bei 15 bis 20 Cent pro Liter. Aber wir haben ja auch heute dann erfahren, dass der Kraftstoff wirklich Vorteile hat. Also mir ist der Mehrpreis dadurch auch wert. Wegen dem Klimaschutz, aber natürlich auch, weil er technische Vorteile hat. Es ist ein Premium-Kraftstoff, der einfach Vorteile gegenüber fossilem Dieselkraftstoff hat. Eine Gefahr sehe ich aber trotzdem, nämlich wie war es bei den Pellets gewesen und bei den ganzen anderen Brennstoffen, sage ich mal, die gehypt wurden, in dem Moment, wo eine große Nachfrage da war, haben dann andere geguckt, wo kann ich da Business mitmachen, und da wurden ganze Felder und was weiß ich dann mit Biomais und Raps und keine Ahnung was bebaut. Das Thema Palmöl ist ja auch immer so eine Sache, die herangezogen wird, sind dann irgendwo Plantagen. Das ist gut, dass man das anspricht, weil das ist der Hauptkritikpunkt. Also alle NGOs und Thinktanks, die gegen HVO 100 wettern, die bringen immer wieder das Thema Palmöl vor. Es ist allerdings so, dass die Firma Neste seit 2019 garantiert, für unseren Markt hier gar kein Palmöl mehr zu verwenden. Und es hat auch eine politische Situation gegeben jetzt. Und zwar kann HVO 100, was Palmöl enthält, nicht in den THG-Quoten angerechnet werden. Also das heißt, die Nutzer, die haben überhaupt gar keinen Vorteil, wenn sie HVO 100 mit Palmöl ankaufen würden. Und insofern ist das Thema politisch totgemacht mit dem Palmöl. Wir werden hier in Deutschland kein HVO 100 vorfinden mit Palmöl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Thema immer und immer wieder kommt. Also bitte davon verabschieden, das Thema ist gegessen. Punkt. Also haben wir nicht zu erwarten, dass irgendwelche anderen Ressourcen geplündert werden oder Felder oder Plantagen oder irgendwas genutzt werden, sondern der Rohstoff ist ein ganz anderer, der schon da ist. Also wenn wir das nicht wollen, dass Regenwälder gerodet werden für die Anpflanzung von Palmölpflanzen, dann müssten wir auf sehr, sehr viel Lebensmittel verzichten. Ja, das sind sicherlich die größeren Industriezweige, die Palmöl verwenden, aber es ist definitiv nicht für HVO 100. Aber dann ist doch nicht zu begreifen, dass diese Themen nicht ständig thematisiert werden. Also Sie werden halt leider sehr einseitig thematisiert, weil jetzt kommt ja eben so langsam durch, es gibt Alternativen, und ich sag mal so, die Lobbyisten, die diese Kraftstoffe nicht wollen, die sind schon sehr stark in den Medien unterwegs. Und deshalb sind wir ja auch dankbar, dass wir heute mal über dieses Thema hier sprechen können, um auch einfach mal eine andere Meinung dazu auch mal an die Bürgerinnen und Bürger zu geben. Schade, dass die Gegenseite eigentlich bis dato so schwach ist. Ich weiß gar nicht, warum das in den Schubladen geblieben ist. Hat man der Autoindustrie den Mund verboten, als damals die Dieselskandale waren oder nicht? Ich weiß es nicht, kann man sich jetzt überlegen oder nicht. Aber es ist wichtig, wie du schon sagst, dass man diese Themen thematisiert, dass die publik werden und dass man diese einseitige Sichtweise verlässt und zu dem Konsens kommt, lass uns das ganzheitlich betrachten und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten zu. Ich möchte bitte noch ein Beispiel geben. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass ich in Baden-Württemberg tanke. Es war jetzt vor 2 Wochen die Situation, dass in Hessen die erste Tankstelle mit HVO 100 aufmachen wollte. Das war die Firma Rot Energie in der Borsigallee in Frankfurt. Ich war bei der Eröffnung dabei. Und es war dann tatsächlich so, dass das Regierungspräsidium noch am Tag der Eröffnung dann die Unterlassung durchgesetzt hat. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, was hier wirklich was auf den Markt bringen möchte, wo ganz normale Autofahrer ihre Klimabilanz deutlich verbessern können. Proaktiv, ohne Förderung. Proaktiv, ja. Die Firma hat 3 Millionen Liter HVO 100 eingekauft und am Lager.
Ja, das ist schon eine ordentliche Menge. Und noch am Tag der Eröffnung ist im Prinzip die Zapfsäule wieder stillgelegt worden, obwohl ja eigentlich längst perspektivisch in Aussicht ist, dass die EN 1549 in die BIMSCHV aufgenommen wird. Das Thema hatten wir ja eben schon besprochen. Ja. Also es geht hier jetzt wirklich nur noch um wenige Monate. Ja. Also da hätte man eigentlich auch die Füße stillhalten können und sagen können, der Klimaschutz geht vor. Wir müssen wirklich alle Hebel nutzen. Wir brauchen Elektroautos, ganz klar. Wir brauchen aber auch zur Defossilisierung der Bestandsflotte ganz klar regenerative Kraftstoffe, weil ohne die werden wir es nicht schaffen. Es geht ja darum, unsere Erde nachhaltig zu schützen. Und wenn wir jetzt Ressourcenschonung, ich wiederhole mich da, ich weiß das, betreiben können, vorhandenes Material weiter zu nutzen und mit der Nutzung der Refuels die Emissionen zu reduzieren oder in dem Fall eben klimaneutral unterwegs zu sein, ja, mein Gott, dann muss man das tun. Und zumindest dieses auf den Prüfstand stellen, was wir hier heute im Kleinen gemacht haben. Die Automobilisten haben ja zum großen Teil oder viele schon diese Kraftstoffe freigegeben. Also auch von deren Seite keine Einwände, was die Motorentechnik angeht. Zumindest bei den neueren ist es geprüft worden. Bei den alten wird sich kein Automobilist mehr hinstellen und da Prüfung durchführen. Aber wenn sie neuen, sensible Motoren vertragen, dann die alten doch erst recht. Ja, dann muss man das doch eigentlich tun. Ist doch unbegreiflich, dass dieses Thema kein Thema ist. Ja. Ja, an der Stelle erstmal euch beiden vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt viel, viel Stoff aufbereitet. An der Stelle wünsche ich Ihnen zu Hause eine gute Zeit. Michael, dir vielen Dank. Andreas, dir auch. Gerne. Und Gruß in die Welt, Ihre TED-Team und die Jungs aus der Automobilindustrie. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.